Frühlingserwachen in Ettingen, endlich ist es soweit. Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, aber Ettingen hat sich hier nicht davon abhalten lassen. Wir haben Gewerbler gesehen, die rausgestuhlt haben, und auch der Guckermarkt ist vor Ort gewesen. Und jetzt habe ich mir hier mal den Werner Stöckli gepackt, den habe ich gerade angetroffen auf der Strasse. Was hast jetzt du für einen Eindruck vom ganzen Markt? Findest du das eine gute Kombination, der Markt in der Verbindung mit dem Rausstuhlen? Das finde ich sehr gut. Das Rausstuhlen finde ich vor allem gut, weil jetzt haben wir wieder mal die Leute, die nur hier schlafen, auch einmal können wieder ins Dorf hineinbringen. Und das tut das Dorfleben ein bisschen besser gestalten. So. Jetzt, was machst denn du jetzt da? Bist du selber auch aktiv oder bist du jetzt einfach die ganze Zeit am Flanieren gewesen? Nein, wir sitzen jetzt gerade vor unserem Laden, wo ich mit der Frau zusammen hier habe, die Buchhandlung, die wir hier in Ettingen haben. Und ich bin wenn ich jetzt frisch auch gewählt worden bin im Gemeinderat, ist das für mich jetzt auch gerade so ein bisschen, kann ich die Leute besser kennenlernen, auch die Leute, die ich noch nie gesehen habe, die jetzt ins Dorf reinkommen. Das finde ich eine gute Sache. Wie ist denn das jetzt gerade speziell bei dir? Du hast jetzt die Gemeinderatwahl angesprochen. Erlebst du die Leute jetzt anders? Weil ich nehme an, du bringst einen riesigen literarischen Hintergrund mit. Hilft das ein bisschen im Gespräch? Gehst du da automatisch auch auf Sachen ein, die du jetzt aus den Büchern weißt? Du hast die Leute so ein bisschen verführen? Nein, das nicht. Ich bin zwar in einem Verlag gross geworden und meine Frau ist mehr der Buchladen und ich bin mehr der Drucker, der Schriftsetzer. Und mich tut aber mehr die Leute, die mich mehr interessieren. Und jetzt, was interessiert dich am meisten zum Lesen? Ich nehme an, gelesen hast du schon wahnsinnig viel. Ja. Gibt es da noch Herausforderungen? Ja, ich bin mehr so ein lockere Krimileser. Eins, wo ich das Buch auf die Seite lege und wenn ich es wieder vorne nehme, dass ich gerade weiss, wo es weitergeht. Nicht etwas, das einen tiefgründigen Hintergrund hat. Wenn die Sonja und da sitzen wir jetzt gemütlich auf dem Bänkli und ich bin bei der Romana. Jetzt, Romana, du bist hier gerade am Stand nebendran und eigentlich gehörst du gar nicht hier an. Also nicht falsch verstanden, natürlich gehörst du hier an, aber erzähl doch den Leuten mal schnell, wo findet man dich denn, weil hier, zumindest im Dorf ja nicht. Ja, man findet mich an der Hauptstrasse 66 in Ettingen. Ich habe dort einen kleinen Laden, das ist Wechselzone 66 heisst mein Laden. Und zwar ist das noch ein spezielles, wie soll ich sagen, ein spezieller Laden. Unten hat es Kleider und dann oben hat es eine Galerie und auf dieser Galerie tun wir Turnen, Power-Yoga, Pilates, Qigong. Ich finde das total eine lässige Begebenheit, dich hier anzutreffen. Wie habt ihr euch denn hier jetzt zusammen gefunden, dass du aus deinem Laden von oben runtergekommen bist? Das ist natürlich dank der Brigitte Stöckli. Sie ist eine ganz tolle Frau, sehr innovativ und hat mich eingeladen, dass ich hier auf den Stand aufstellen heute an diesem März. Dass ich nicht muss oben allein in meinem Lädeli sitzen und warten, bis vielleicht einmal jemand oder zwei Leute vorbeikommen. Also denkst du, das ist für die Zukunft sowieso eigentlich vielleicht ein ganz gutes Mittel, dass man sich ein bisschen zusammentut? Das ist immer das beste Mittel, wenn man sich zusammentun kann. Aber für das braucht es natürlich offene Leute. Und da habe ich jetzt bei der Brigitte Stöckli in der Buchhandlung Stöckli eine tolle Frau gefunden. Wir verstehen uns sehr gut und ich denke, das ist das A und O. Soll ich jetzt noch einen draufsetzen? Ich denke, Ettingen hat sowieso nur offene Leute und es ist immer richtig lässig hier. Also, und ihr wisst auch, Tramli-Verbindungen und Busse fahren nämlich auch da hinten. Und wenn ihr jetzt diesen März verpasst habt, dann müsst ihr halt beim nächsten März ansuchen. Wenn dann hoffe ich auch die Sonne wieder den ganzen Tag spielt und überhaupt das Programm in Ettingen anschaut. Gell, dir gefällt es hier? Ja, sehr.